Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind wieder im TS Classic unterwegs und wir schauen uns den neuen ÖBB City Chat von Skyhook Games an, das gerade vor kurzem rausgekommen ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Außenmodell ein bisschen genauer an, was wir da so sehen. Und vor allem die Lackierung. Und das ist schon mal das Erste, was mir hier nicht gefällt. Seht ihr das hier? Ah, das ist echt unschön. Sowas müsste eigentlich nicht sein, gerade bei einem neuen Modell. Ansonsten, von der Distanz her sieht es okay aus. Drehgestelle sind jetzt ein bisschen hier blöd. Da bräuchte man hier bei der die Sonne hier ein bisschen auf der Seite. Aber grundsätzlich okay. Ich glaube, wir schauen uns das später nochmal an. Und wir gehen mal ins Innere rein. Wenn wir auch das mal gesehen haben. Gibt es in zwei Lackierungen. Einmal das und eine deutsche Lackierung, so in Blau. Wir haben hier diverse Displays, die gehen dann auch an. Sind auch vom Text her konfigurierbar. Und rein vom Detailgrad her, würde ich sagen, ist es okay. Kann man ja auch komplett einmal durchgehen. Jo, hier noch die Toilette. Der Bereich, wo nur die Vorräte und so mit rein können. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Pause weg. Und gehen mal in den Führerstand rein. Das ist er. Wir werden ihn gerade mal aktivieren. So. Ich weiß gar nicht, ob der Sound realistisch ist, wenn der am Anfang kommt. Und Richtungswender war der hier, nach vorne. Und machen mal die Türen auf. So, schauen wir mal nach draußen. Was umgesetzt ist, genauso wie es Armstrong Powerhouse das macht. Es gehen dann von einzeln die Türen zu und wieder auf, wenn man länger steht. Hier beim Quick Drive macht das nicht. Aber ich bin schon das Szenario gefahren, wo er das gemacht hat. Dann gehen die Türen ab und zu, auf und zu. Das ist aber dann im Führerstand teilweise ein bisschen nervig, wenn du dann jedes Mal den Türsound dann hörst. Das ist einfach nur mal so als Info. So. Ich das jetzt an. Gehen automatisch mit an. Und jetzt gehen wir nochmal in die Fahrgastansicht. Haben wir jetzt sogar Personen hier drin? Ich frage mich, warum der Display da oben noch nicht an ist. Weil bei einer Testfahrt war dann hier herzlich willkommen da im Zug von der ÖBB oder sowas. Na egal. So, hier drin. Lichter-Settings. Panel hier drin. Ja. Diesmal mal. Die Strecke selber ist der Brennitzer Linienstern. Ich dachte, das ist mal eine ganz schöne Strecke. Ah, Siva machen wir aus. Die nervt. Aber PCB lass mal an. Vermute ich wie immer zu meinem Nachteil. Jetzt mal dann irgendwann oder reinhauen. Soundtechnisch kann ich einfach nicht sagen, wie realistisch der ist. Ich bin nur einmal mit dem CityJet gefahren, also mit dem da hier. Und das ist jetzt schon einige Jahre her. Und ich habe es einfach nicht mehr im Kopf, der für einen echten Sound hat. Ah, von innen. Das müsste dann jemand von euch in die Kommentare reinschreiben, der ein bisschen öfter mit dem unterwegs ist. Schauen wir mal den Sound von außen. Ja, ich würde sagen, das klingt jetzt gar nicht schlecht. Der einzige Sound, der mir nicht gefällt, das ist der, wenn man anfährt. Ganz am Anfang der. Wenn wir das nächste Mal anhalten, dann zeige ich euch nochmal, welchen Sound ich da meine. Wir haben auch sowas wie einen Tempomaten, beziehungsweise wir können die Obergrenze einstellen. Wenn wir kurz bei 120 sind, werde ich das mal aktivieren. So eine schöne Strecke. Moin, Kollege. So, dann gehen wir mal hier rein. Speed Limiter 120. Mit Plus und Minus kann man das dann hier noch einstellen. Und ansonsten, der Rest funktioniert hier nicht. Leider. Das gleiche auch hier. Dass, wenn ich jetzt hier im Gas drin stehe, wird er nicht schneller als 120. Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist, was passiert, wenn ich jetzt einmal langsam einstelle. Bremst er dann? Ah ja, Tatsache.
Da bremst er. Wir könnten eigentlich das Licht hier wieder ausmachen. Und dann schauen wir mal die Fahrgeräusche im Fahrgastraum. Ja. Gibt auch hier noch eine andere Ansicht. Ich glaube, jetzt war es jetzt müde. Kann das sein? Frag mich, ob die Modelle hier random sind. Aber meine Testfahrt war bis jetzt. Dampflok? Dampflok? Wo? Ich dachte, ich hätte Dampflok gehört. Das wäre es natürlich gewesen. Schauen wir mal, vielleicht ein paar Cinematic Shots. Ich wollte ja eigentlich auf einer österreichischen Strecke unterwegs sein, aber ich habe echte Probleme gehabt, mit dem CityJet da in Quickdrive rumzufahren. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was hier der nächste Halt ist. Ja, jetzt der B-Bereich. Ja, ich glaube, das werden wir mit der Maschine hier nicht erreichen. Aber das ist das Höchste, was man hier einstellen kann. 50. 160. Höchstgeschwindigkeit 160, okay. Dann habe ich die Zentrumgeschwindigkeitsstrecke hier ausgewählt. Es gibt aber auch so eine mega schöne Nebenstrecke auf dem Brennitzer Linienstern, aber das sind wir eh schon mal abgefahren. Das ist mega nice. So, wenn wir hier drin sind, schauen wir mal hier. Ja, sowas. Das sieht irgendwie echt hässlich aus. Das muss jetzt sein im Jahre 2022. Nee. Abgesehen davon. Der Rest hier drin sieht eigentlich ganz gut aus. Da kann man leider nichts machen. Das lässt sich auch nicht bedienen. So, die ganzen Anzeigen. Das ist klar, PCB und Co. Dann ETCS. Da sieht aber nichts. Das ist Sanden. Genau, Lichtereinstellungen hier drin, Federspeicherbremse. Ah, das Horn haben wir noch gar nicht ausprobiert. Okay, cool. Gefällt. Oh, hast du leicht Probleme da? Also kannst du eigentlich mal 100% geben. Darum wird sich die Lok ein bisschen leichter tun. Oder Triebwagen besser gesagt. Scheibenbücher, machen wir mal kurz an. Okay, interessanter Sound. Machen wir wieder aus, brauchen wir nicht. Ah, okay, das ist jetzt ganz schnell. Ist die Ausposition? Bleibst du jetzt aus? Okay. So, hier da können wir auch nichts machen. Ansonsten die Seite sieht okay aus. Fenster geht nicht auf. Schade. Und rein von den Kameraansichten. Einmal so und wieder hier drin. Das war's. Ich finde es ein bisschen dunkel hier drin. Dezent ein bisschen Überblendung, aber ich glaube, das kommt vom RWN-Anzer. Gehen wir mit dem Licht. Ist ein bisschen besser. Vielleicht ein bisschen Cinematic. Ich hätte gerne eins von der Seite. Wieso macht der Spieler eigentlich immer so gern das von oben? Seitliche Shots sind irgendwie viel schöner. So, gehen wir mal kurz da so hin. Ah, es fühlt sich sehr falsch an, hier auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zu sein. Kommen sie jetzt alle aus.
Schauen wir mal ganz kurz hier. Die überhaupt noch mal im Bahnhof? Kommt irgendwie lang, lang nichts mehr. Oh, hier ist was. Es kommt doch noch ein Bahnhof. Und da vorne hört es dann einfach auf, oder habe ich jetzt hier einen Ladefilm? Ja, okay. Hat ein bisschen nachgeladen. Ja, soweit muss ich sagen, bin ich mit dem Modell eigentlich ganz zufrieden. Bis halt auf die klaren optischen Sachen. Also vor allem das und draußen die Lackierung. Die ist echt nie schön, aber da wird es dann vermutlich eh wieder Custom-Modelle geben. Ah, Designs. Die das ein bisschen aufbessern. Ah, hier kann ich natürlich jetzt nicht raus. Na, geht's jetzt da jetzt endlich wieder in die Freiheit? Sehr gut. Ach, jetzt wo wir hier oben sind, könnte man eigentlich mal... Mal ganz kurz Pause. Ich muss eigentlich mal jedes Drehgestell angucken. Jetzt haben wir ja die Sonne hier drauf. Halt. Okay. Grundsätzlich okay, aber die Bremsscheibe, die glaube ich, hätte man ein bisschen schöner machen können. Ist okay. Und hier drin... Ja, es sind einfach so Mini-Details, die einfach nicht schön sind. Das passt auch. Ja. Ist das eigentlich hinten genauso da bei den Lichtern? Ja, das ist unschön. Und wenn es eine höhere Auflösung ist, aber die Stufen, die sind echt nicht schön. Hier auf der Seite ist das auch. Da hoffe ich mal, kommt, dass da ein besseres Repaint kommt. Und hier auf dem Dach. Ja, das passt. Ja, doch. Fahren wir weiter. Pass wieder raus. Du meinst, der Bahnhof ist so weit weg? Ich will gerne mal anhalten. Ist jetzt gerade ein bisschen monoton da. Schön, dass ihr ein bisschen das Knarzt umgesetzt habt, was man jetzt da immer wieder hört. Ist ganz leicht. Interessant. Das sind jetzt wie zwei Sounds übereinander. Naja, aber so oder so ist das schon eine große Verbesserung zu dem City-Chat, den es bis jetzt so gegeben hat, und der von RSSLO. Schöne Brücke. Sehr nice. Ach, da vorne haben wir jetzt noch endlich mal einen Halt. Allersberg, Track 4. Gleich wieder bei euch. So, da. Bringen wir das Ding mal zum Anhalten. Wenn es jetzt nicht eh schon zu spät ist. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr bremsen hier.
Ja, bremst eigentlich ganz gut runter. Vielleicht ein bisschen mehr Übung damit, aber... ja, nicht so wild. Rotbremse könnte man jetzt eigentlich nochmal ausprobieren. Schauen, wie stark das ist. Moin sehen! Wieder alle mal einsteigen, die sich trauen, bei mir mitzufahren. Ah, dieser letzte Sound. Der klingt irgendwie komisch. So, Türen auf. Sehr gut. Ich werde jetzt gerade noch mal probieren, gerade direkt auf 100% zu gehen und mal schauen, ob die Räder durchdrehen. So, mach die Tür wieder zu, bitte. So, da bin ich gerade wieder, wenn wir ganz kurz pausieren müssen. So, dann gehen wir mal Maximum Schmackes. Kurz knackelt, aber ne, dreht nicht durch. Und habt ihr wieder gehört, der allererste Ton? Der ist so komisch. Also, wenn das echt ist, dann okay. Also, beziehungsweise authentisch, echt ist garantiert. So, und dann werden wir bei 160 mal die Notbremse reinschmeißen. Ich muss dann... auf den Button kann ich gar nicht klicken. Interessant. Tunnel anfangen, passiert nichts. Machen wir es, erst mal einen Tunnel wieder draußen sind, dann haben wir auch noch eine schöne Distanz. Gib mal Gas. Okay. Der bleibt aber noch echt schnell stehen. Krass. Okay, also wir sind da hinten 150, 155. Ist das realistisch? Das kommt mir jetzt echt schnell vor. Ha. Gern eure Meinung dazu, aber das kommt mir so ein bisschen arg schnell vor. 150 dort zum Stehen, aber wenn das, wenn der wirklich so schnell bremsen kann, dann nicht schlecht. So, so von euch kommt er jetzt wieder ganz normal raus. Ah, dem scheint nicht zu sein. Oder? Ah, doch. Kann einfach wieder weiterfahren. Muss nichts Spezielles machen. Ja, dann weiter bis zum nächsten Bahnhof. Ja, sorry für die Notbremsung, aber die muss man halt mal testen hier. Schön hier. Gefällt mir. Ich freue mich schon wieder, wenn es wieder Winter ist. Wieder schön kalt. Ja, jetzt im Sommer Videos machen, das ist echt eine Hölle. Wenn er dann so richtig abschwitzt, dann kannst du den blöden Venti nicht anmachen.
So, wo sind wir? Wir sind da. Wo ist der nächste Bahnhof? Da kommt irgendwie lang, lang nix. Da geht einfach eine Strecke hier hin. Und da sind einfach mal so Weichen, einfach so drin. Auf dem Punkt bin ich jetzt da nochmal gespannt. Müsste man dann eh bald mal da sein. Und der nächste Halt ist dann Brennitz Airport. Alles klar. Oh, da ist irgendwie Flughafen-mäßig was. Brennitz Airport Start. Hangar. Okay. Frag mich. Das muss ich mir dann mal kurz angucken. Ob da jetzt effektiv ein Zug fährt oder ob das irgendwie so Fake-Sachen sind für Flugzeug. So, sind wir schon bei dem Punkt? Sind der Plan, ja. Noch ein, zwei Signale beim dritten dann in der Nähe. Ja, nicht irgendwie voll an die Hochgeschwindigkeitslinien in Japan. In Shinkansen, wo sie dann auch einfach mal so eine mega fette Brücke durch die Landschaft ziehen. Hauptsache, die Strecken ist dann weitestgehend grad. Alle haben sie wirklich schön umgesetzt. Die Strecke noch in Train Sim World 2, das wär's. Also hier schön ländliche Verbindungen, Hochgeschwindigkeit, so ein bisschen rangieren teilweise. Alles mit dabei. Sich dann austoben mit dem DB-Material. Shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist es jetzt? Ah, jetzt ist es gleich mal so weit. So, irgendwo da vorne links. Hier dran. Gehen wir kurz hier raus. Laser mal gucken. Nee, hier ist es auch nicht. Hä? Ich dachte, das wäre hier. Okay, dann mal ein bisschen weiter gucken. Wo war denn das? Okay, glaube ich, habe es jetzt gerade irgendwie verpasst. Jetzt noch mal kurz gucken, sind der Player. Ach nee. Ich vollhäng. Hier muss es jetzt dann sein. Ist dann im Tunnelbereich hier. Ist doch gar nichts. Ach hier. Ach wie cool. Ah, warte mal, ich muss mal kurz das Spiel passieren, weil wenn der jetzt hier weiterfahrt, dann kann ich mich hier nicht umsehen. Ach, cool. Da hat sie so einen kleinen Schuppen, alles klar. Und was? Hart Weiterfahrt nach Sicherung. Ach, sag bloß, hier kann man hier wirklich fahren. Wie so eine Museumsbahn hier oder was? Wenn schon länger nicht mehr was gefahren ist. Ist ja cool. Ah, oder ist es diese eine abgebaute Strecke, die man bei dem allerersten Let's Play da von der Strecke gesehen habe. Okay, die zieht sich da so durch. Ich weiß, es geht eigentlich um den City-Chat, aber das will ich mir jetzt gerade mal geben. Ist das cool gemacht? Du hast auch wieder so einen kleinen Haltepunkt. Oh mein Gott, wir müssen hier mal. Hier müssen wir mal langfahren. Einfach. Ja, doch, das müssen wir mal machen. Das sieht cool aus.
Ich will da mal eine historische Fahrt hier drauf machen. So, City Chat. Vorne wieder rein. Hier spielt die Musik. Ja, du tust ja gar nicht bremsen. Ach, weil der jetzt wieder ausgegangen ist, wenn wir angehalten haben. Südele. Nächster Halt Brennitz Flughafen. Ausstieg in Fahrtrichtung vermutlich links. Mal gerade mal sehen, ob ich dann richtig fliege. Was ist denn noch weit? Nö, da kommt jetzt doch gleich eine Kurve. Wo wir sicherlich nicht mit 160 reinfahren dürfen. Ich freue mich schon auf morgen, also für mich ist heute Samstag, da geht es dann wieder ins Lokorama und da werden wir am Abend einfach mal eine Spaßfahrt machen mit unserem Rollmaterial. Wir fahren so quasi in den Nachbarort, dann ein bisschen was trinken mit Ausnahme des Lokführers und dann wieder retour. Solche Privatfahrten sind halt schon ziemlich cool. Das ist halt ein Vorteil, wenn man in so einem Eisenbahnverein ist. Na, wir sind jetzt zum Flughafen. Nix Flughafen in Aussicht. Was ist das da hinten? Ja, gibt's echt so viel zum Entdecken auf der Strecke. Gehen wir wieder hier rein. Andererseits, vielleicht macht er hier mal ein paar schönes... Oh, coole Brücke. Cooles Design. Ah, 120. Da ist es ja. Gehen wir hier schon mal runter. Und wo wird denn das dann ange... Ja, gut, LZB. Normalerweise. Ich stelle hier mal 120 ein. Ist das 120? Nein, 125. Jetzt 120. Hier bei 50% bleiben. Habe ich mehr als genug. Ah, und da ist der Flughafen. Wir werden uns auch dann da noch mal kurz umsehen. Und es ist am Blinken. Du blinkst, weil 60. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller bremsen. Oh, bitte halt jetzt die PCB rein. Bitte, 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 bitte. Ach, geschafft. Den Bahnhof jetzt hier komplett unterirdisch. Oh nee, da geht's wieder raus. Inklusive Güterverkehr. So, nächstes Signal. Was sagst du mir? Bitte irgendwas Gutes. Ja, grün mit 60. Moin. Schaut, wäre ich ein bisschen schneller gewesen, dann wären wir eventuell mit dem Güterzug parallel hier rausgefahren. Ah, da die ganzen Strecken, die hier zusammenkommen.
Cool. Ich hab recht gehabt. Links ist Aufstieg. Nice. Warum ist hier Alarmlicht? Okay, wir müssen uns hier auf jeden Fall mal kurz umschauen. Ich würde mal sagen, wir bleiben hier in dem Sektor stehen. So, Türen auf. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Einerseits will ich wissen, warum hier die Alarmlichte abgewiesen ist. Ist die einfach nur so an? Oder weil wir reingefahren sind. Okay, dann einmal nach oben. Upsi-dup. Holy shit. Ach nee. Es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Das sind ja so Fake-Tracks. Warte mal, zum Beispiel. Ja, genau. Service 11. Ja. Er ist quasi im Zug, der halt hier auf seiner Strecke da fährt. Na, was machst du, wenn du jetzt da hinten bist? Bleibst einfach am Boden. Was steht da? Also, nee, dachte ich, wäre oder was? Du musst jetzt auch mal abheben langsam. Okay. Irgendwann sollte das Portal erreichen und einfach verschwinden. Na? Dieser Sound ist schon mal weg. Ah, das geht noch recht weit hier. Ja, aber cool umgesetzt. Was haben wir hier? Ups. Zu starker Zoom. Was haben wir sonst noch am Flughafen? Das sind noch die anderen hier, die dann hier so ein bisschen rumcruisen können. Gut, glaube ich, normalerweise willst du es ja hier eh nicht anschauen, wenn du da unten bist. Das ist ja dann ein bisschen mehr so zur Zierde. Beziehungsweise... Ja, man sieht eh nicht so viel. Okay, dann schauen wir uns mal hier noch den Bahnhof an. Aber ich glaube, es war nicht sehr speck... lass mich da runter! So, lass mich da runter. Nice. Okay. Wenn jetzt der Flughafen Airport. Schon ein bisschen dunkel hier. Mit ein bisschen auffrischen, mit ein bisschen helleren Farben. Na gut, aber erfüllt seinen Zweck. Ja, das war jetzt meine kleine Testfahrt hier mit dem CityChat. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Ausfahrt hier im TS Classic. Bis denn dann. Ah, und natürlich nicht vergessen, eure Meinung in den Kommentaren. Und natürlich eventuell einen Daumen hoch. Tschüss.